Stefan Pütz hat vor 3 Tagen ein Video hochgeladen und hat auch die 100.000 Abonnenten-Marke geknackt. Keine Zeit für Urlaub, der Eisbad-Rekord will gebrochen werden. Let's go! Heute ist ein geiler Tag. Wir gehen heute Eisbaden, so wie jeden Tag. Aber wir werden ein besonderes Eisbad machen, denn wir werden zu einem zugefrorenen See gehen. Der ist auf 2000 Höhenmetern und wir haben natürlich das richtige Werkzeug dabei. Wenn der See zugefroren ist, müssen wir natürlich auch öffnen, damit wir Eisbaden können. Wie lange müssen wir jetzt hochlaufen? Eine Stunde müssen wir laufen. Wir haben alle Dinos. Ich feiere Stefan Pütz unfassbar. Hier dabei. Die sind schon richtig aufgeregt. Wir wollen, dass es endlich losgeht. Die oder du? Ich auch. Und die legendäre Hose ist auch mit am Start. Wunderschöne Landschaft. Wir gehen querfeldein, ist kürzer. Ja, ziehst du mich? Du kannst Ralfi nehmen, der zieht dich hoch. Okay, perfekt. Oh, geile Location, Mann. An meiner Badewanne angekommen. Es ist richtig geil. Es ist noch besser, als ich dachte. Es ist schön zugefroren. Es ist kein Schnee oben drauf. Deswegen müssen wir keinen Schnee räumen und können direkt anfangen. Es sind 20 cm Eis, so wie vermutet. Es geht schnell. Halbe Stunde haben wir einen schönen Sarkophag hier ausgemeißelt. 2 Meter lang, 1 Meter breit. Und dann kann man sich da reinlegen und die Platte wieder drauflegen. Ich schwöre, den kannst du auch richtig in der Wildnis aussetzen. Der würde überleben. Also Seven vs. Wild, Stefan Pütz. Nächster Teilnehmer, ich glaube, der würde komplett abrasieren. Er hackt sich sein eigenes Grab. Yes, eigenes Grab, Grab. Was für geile Aufnahmen, Mann. Mit Drohnen. Nein! Oh, fuck. Wir haben noch eine Hacke. In weiser Voraussicht ist das Ersatzwerkzeug mitgebracht worden. Irgendwie geht. Da geht die Axt flöten. Alles bei dir kaputt. Ja, Mann, scheiße. Oh shit. Geil. Oh shit. Es ist bereit. Da würde ich im Leben nicht reingehen. Im Leben nicht. Bin eingebrochen, so wie es sich gehört. Ich werde danach krank mit Grippe bis zur Rente. Mein Schuh ist jetzt los komplett nass. Aber in weiser Voraussicht habe ich natürlich Badeschlappen mitgebracht. So wie das zweite Werkzeug auch, damit wir die Mission abschließen können, ohne dass ich am Ende barfuß den Berg runterlaufen muss. Das ist so vernünftig, du Strotz voller Weisheit. Ja, ich bin einfach vernünftig. Geil! Es wird schwierig, das hier rauszukriegen. Schiebst runter. Was soll ich machen? Junge, wenn ich das sehe, mir wird unfassbar kalt. Jetzt schon, jetzt schon. So, und weg ist es. Vor dem Eisbad macht es auf jeden Fall Sinn, einen Atemzyklus zu durchlaufen. Das heißt, eine Sauerstoffsättigung, gezielt komplett einatmen und komplett ausatmen. 30 bis 40 Züge, dann kann man ins Wasser gehen. Ich spring rein, okay, weil kann ich anders. Ja, ich hab's gehört mit dem Sascha Huber, ne? Genesung an der Stelle. Das Video, wenn's kommt, gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, hat 1 bis 2 Grad, wie zu erwarten. Na Junge, der macht einfach keine, verzieht keine Miene, nix. Schön lehmiger Boden, ist perfekt, ist angenehm. Das ist, wie das geht, mit Training und Konzentration. Ganz entspannt, dann kann man sowas machen. Wenn man sowas immer wieder praktiziert, beispielsweise mit einem Kaltduschen anfängt und dann immer wieder Eisbäder macht, das ist schon brutal. War jetzt knapp 2 Minuten drin. Es ist brutal kalt, aber es ist geil. Ich merke meinen ganzen Körper, ihr seht die Durchblutung, es brettert einfach nur hier und es fühlt sich mega gut an. Die einzige Tendenz, was man immer hat natürlich, ist, dass man dort, wo weniger Fleisch ist, an den Händen und an den Zehen, dass man so ein leichtes Stechen fühlt, kennt man vielleicht vom Skifahren oder so. Eisbaden ist mega gut fürs Immunsystem, wie ihr wisst. Was auch gut fürs Immunsystem ist, wenn ihr keine Mangel...
So macht man Werbung, Alter. Das geht doch. So, das gefällt mir. Erscheinungen habt. Der Athlete Stack hat alle essentiellen Vitamine und Mineralien. Mit dem Code T800 könnt ihr mindestens 10% sparen. Der hat auch bestimmt mit dem Wasser vom See nachgespült, so wie ich ihn kenne. Bombe. Jetzt merkt man tendenziell nicht mehr so viel im Körper. Ihr seht schon an meiner Farbe, gute Durchblutung. Leichter Blaustich an den Knien, aber das ist ein... Das sieht sehr ungesund aus, aber das ist gut. Einfach nur gut für den Körper, nicht... Richtig. Abtrocknen, hab nur kurz den Schmutz von meinen Schultern weggemacht. Den Körper ganz normal trocknen lassen. Die Wirkung, die das Eisbad auf den Körper hat, auf natürlichem Weg, nicht beeinflussen. Wie fühlst du dich? Geil, ich fühle mich brutal. Ihr seht schon, durch die Blutung hier, überall an den Gelenken leicht bläuliche Anzeichen, aber... Der zittert doch unfassbar. Guck mal seine Beine, der Arm. Gleich wird sich dieser, wie soll man sagen, Missstand meines Körpers in ein geiles Gefühl verwandeln. Ich zitter jetzt noch, aber wir laufen jetzt einfach gleich so runter mit den Crocs. Ist überhaupt kein Problem. Da schlendert dir den Eisberg, Digga, mit Crocs entlang. Hallo. Hi, mein Held. Aufpassen. Was? Was? Gut. Ich bin am Wippern. Ja, klar bin ich am Wippern. Lea? Ja? Dein Schatz ist sicher zurückgekommen. Ja, aber er ist so am Wippern. Er ist so angry. Ich bin auch im pubertierenden Alter, Schatzi. Ich glaube, das bleibst du auch immer, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn ich 80 bin, ist meine Pubertät zu Ende. Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Es gibt ein Loch in diesem Krog. Man kann hier durchschauen. Wie so ein Gulliloch ist das, wo dauernd Wasser reinkommt. Was gibt es für Vorteile vom Eisbaden? Für mich ist das Wichtigste beim Eisbaden ist dieser mentale Aspekt. Egal wie lange und wie oft du eisbadest, es ist immer wieder eine Herausforderung und es ist immer wieder diese neue Vorbereitung, der Atemzyklus, diese Checkliste durchgehen, es ist wie Kämpfen und es macht einfach Spaß. Boah, wie bockig ich jetzt an diesem warmen Lagerfeuer sitzen würde, Alter. Haben wir in Polen auch immer, nicht Lagerfeuer, hier so Kamin. Kamin-Style, das ist schon echt geil. Spaß. Plus, es hat einige Benefits für den Körper. Dopaminausschüttung, Adrenalin- und Noradrenalin-Ausschüttung und natürlich die entzündungshemmenden Aspekte. Eisbaden fördert natürlich auch die regenerativen Prozesse im Körper. Es verschließt Mikroverletzungen im Bänder- und Sehnenapparat, fördert die Blutung, das trägt zur Regeneration bei. Und den Mythos, dass man davon krank wird, ja, das hat natürlich was mit Training zu tun. Die meisten Leute denken, okay, ich gehe in kaltes Wasser, ich erkälte mich, ich werde krank. Nein, werdet ihr nicht. Nehmt euch Zeit dafür. Praktiziert das Ritual. Ey, ich glaube, ich fange auch damit an. Voll Bock, ohne Witz, da ich eh so ein beschissenes Immunsystem habe. Vielleicht würde das... Ich habe es noch nie gemacht, Eisbaden. Kaltduschen habe ich ein paar Mal gemacht. Ich glaube, ich fange damit wieder an. Einfach kalt duschen, morgens früh. Und dann eventuell mal einmal in so einen See reingehen. Weil, ganz ehrlich, wenn das so viele Vorteile hat, wieso nicht, Freunde? Wenn man davon... Stream im Eisbad, wenn man davon profitiert, wieso nicht? Es ist mehrfach wissenschaftlich bewiesen, früher, als wir noch nicht zivilisiert in der Art und Weise waren, waren wir auch der Kälte ausgesetzt. Unser Körper ist dafür konzipiert. Wo Kälte ist, ist auch Leben. In die Wupper, ja, am besten. Wir sollten viel mehr zu unseren Urinstinkten zurückkehren. Wie fängt man am besten mit dem Eisbaden an? Ah, interessant. So. Ich habe mit Eisbaden dadurch angefangen, dass meine Mutter es immer praktiziert hat. Das war mein Glück. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Tipp an euch, geht kalt duschen mit einer Wechseldusche. Das heißt, ihr macht euren Atemzyklus 30 bis 40 Atemzüge komplett einatmen, ausatmen. Dann geht ihr in die Dusche. Achtet darauf, dass ihr euren Atemrhythmus haltet. Euer Atem ist euer Rhythmus am Ende des Tages. Und wenn ihr euch dann irgendwann ganz sicher fühlt, dann könnt ihr zu zweit an den See gehen und auch im Winter auf Eisbaden. Das ist der Prozess. Das ist wie ein ganz normales Training. Die Welt mit geil, das Feuer hinten knistert. Stärker werden, eure Stressresilienz wird größer werden. Ihr werdet dort in allen Bereichen profitieren. Eure Performance wird sowohl im Alltag als auch im Sport steigen. Ich liebe Eisbaden. Das war's mit dem Video von Stefan Pütz. Geile Message auf jeden Fall. Hat mich gerade auch dazu motiviert, wie schon gesagt eben, das mal zu machen. Ich denke mal, ich fange wirklich jetzt ab morgen an mit dem Atemzyklus, wie er es gesagt hat, und dann kalt, warm, duschen, wieso nicht? Aber das mit dem See, mit der Location, alles, wie der sich das da rausgeklatscht hat, mit der Axt und dann noch mit diesem Säbel, was das da war, richtig geil, Alter.
auch beste Lokation gewählt. Nicht ja irgend so einen gammeligen See, sondern richtig in den Bergen. Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.